Ja, ne? Die Drohne hole ich mir. Das ist halt blöd, ne? Ich habe jetzt mein ganzes Leben und alles versaut. Aber der ist halt, hat halt wieder Full Life. Das auch, kann doch auch nicht sein. Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. Das ist mir schon klar. Ich habe keine Ahnung, was die Drohne bringt. Der Grünglanz erzielt bestimmt einen guten Preis. Wofür sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben. Ja, so viel zum Thema, du musst da drauf springen. Entschuldige, Aloy. Das wollte ich jetzt nicht. Ist halt die Frage. Ich habe das Gefühl, dass ich da eher dran komme. Was? Du warst literally original auf dem Ding. Oh, komm schon. Heute willst du mich aber echt ärgern. Erst mit dieser riesigen Schildkröte, die alles und jeden zerstören kann. Ich hab eine Säureschwäche, aber ja, ich ignoriere das einfach mal. Oh, leck mich doch. Warum du? Das ist unglaublich. Warum die sich da jetzt nicht festgehalten hat, das müssen wir mal bitte einer erklären. Also Kletterpassagen, schön und gut, aber wenn irgendwelche Entwickler hier für Horizon 3 oder so, bitte probiert's aus und fragt euch nicht so, ja, ist zwar scheiße, das wissen wir. Wir haben's getestet, wir lassen es trotzdem da. Okay, ich hole mir die Drohnendaten. Ja. Also bitte vorher, ich habe so das Gefühl, dass manche Sachen einfach nicht mehr getestet wurden. Zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schildkröten und die riesen Viecher auf normal so schwer sind. Und dass sie auf einmal, wenn sie rot leuchten, einfach so einen One-Hit-Move haben.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist das für ein Vieh? Das kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren zu. Ja, Hauptsache 5 Millionen Status-Dinger dazu. Ja. Bei Far Cry war das genauso. Ich verstehe nur nicht, was alle damit haben. Unfucking fassbar. Irgendwie Story, Gameplay, alle super, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie bei neuen Maschinen so ein bisschen reingeschissen haben. Ein bisschen too much. Ich meine, wir haben Zero Dawn auf sehr schwer durchgespielt und es war nicht ganz so extrem. Du hattest nicht ganz so assi, viele Assi-Maschinen wie zum Beispiel hier in Dingsbums. Wie hier jetzt. Und das ist auf normal, Leute. Also, irgendwas hat da jemand verkackt. Das Problem ist halt auch, dass sie auch nicht auf Dingsbums. Ich meine, ich hätte ja kein Problem damit, mein Ticket zu schreiben, um mal nachzufragen, aber ich glaube nicht, dass sie antworten. Warum sollten sie? Wofür sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben? Das war bestimmt so ein Reitrennen oder so. Sieht ja doch nicht, ne? Die rennen hier einfach irgendwo durch.
Nicht dann hier. So ist es leicht. So, gucken wir mal, ob ich so da hochkomme. Ja, Kakteen bringen mir jetzt auch nichts. Warum hier so viele rumlaufen, verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, dafür, dass es angeblich so ein tolles Spiel sein soll, merke ich da schon. Hallo, nach oben! Guck mal, das ist so unglaublich. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich kann die Maschine einfrieren. Was haben wir hier? Ein Blick auf die alte Welt. Sieht wie eine Art Turm aus, umgeben von Platten. Ich glaube, ich bin zu weit oben, um das Bild auszurichten. Flügel scheinen das Sonnenlicht einfangen zu können. Fliegt vermutlich auch schnell. Als ob ich da durchgeschossen habe. Die machen aber kein Damage. Halten aber viel aus. Ja. Liegt da noch weiter weg. Oh, ab der Inferno macht sie uns keinen Schaden. Hauen wir doch mal ab.
Schön, dass das Buggy ist. Finde ich richtig gut. Der alte Beobachtungsposten wäre ein guter Ort, um das Bild auszurichten. Finde ich gut, dass der... Das passt wohl nicht. Ich suche besser weiter. Ich will zwar nichts sagen, aber... Irgendwas ist bei dem Spiel komisch. Das kann doch nicht sein. Bin ich so blöd zum Treffen oder was? Willst du mich etwa hier komplett verarschen? Also stimmt, das können die ja mehrmals. Man könnte ja dem ersten ausweichen. Ah. Ich bin ganz nah dran. Lass mich raten, es ist hier oben. Da ist es ja. Solaranlage. Also, das sieht schon geil aus. Ich habe das Gefühl, da muss ich auch irgendwie hin. Sollte mich mal ein bisschen vorbereiten. Ich habe so ein ganz komisches Gefühl bei der Sache. Nee, aber ich habe so ein echtes Gefühl, dass sie ein bisschen übertrieben haben mit manchen Maschinen. Von daher. Du siehst essbar aus, wenn man dich kocht. Gibt's hier irgendwelche Wildtiere? Ich habe so das Gefühl, ich brauche Storch. Eine Tinnak-Siedlung. Sieht fast aus wie ein Speer, der im Sand steckt. Ich habe so das Gefühl, dass man die Kakteen nicht essen kann.
keinen Schritt weiter. Die Tenakt dulden keine Fremden in den Clanlanden. Ich habe Transitrecht von Marschall Verschaf. Ich will nicht kämpfen. Haare wie Blut. Das ist die Kriegerin, die Gruda besiegt hat. Streiter der Verräterin Regala. Es obliegt nicht uns, sie zu töten. Du darfst eintreten. Aber benimm dich. Du wirst beobachtet. Wie die aussehen. Ich werde dran denken. Oha. Ich glaube, die mögen uns nicht wirklich. Niemand darf zu der Wunde im Sand. Befehl der Kommandantin. Jo, bin ich mal gespannt. Ein langer Marsch erfordert einen vollen Magen. Das stimmt. Was haben wir denn hier? Unbekannter Maschinenstreit. Unbekannt, unbekannt. Da will ich mal hin. Ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Bin da gerade ein bisschen perplex. Man merkt es schon. Dass die, dass bei Spielen, die ich halt selbst gerne spielen würde. Waffen-Upgrades. Was hast du denn? Löschwasserjägerbogen. Der könnte interessant sein. Belagerungssprengschleuder. Da fehlen mir Metallscherben, aber das kriegen wir doch bestimmt hin. Verkaufende Wertgegenstände. Naja. Viel war das jetzt auch nicht. Selten. Oh. Scharfschuss Reißschaden. Warte mal, hör den Reißschaden von Stoß- und Niederschlagsmunition. Ah, ich will eigentlich Damage-Schaden haben, nicht Reißschaden. Kritische Treffer. Erhöhte. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber es ist schon wieder viel zu viel, Leute. Mach ich ganz ehrlich hier, erhöhte Positionsschaden plus 15% und so weiter. Das ist einfach alles too much. Wie willst du denn das? Entfernkampfschaden. Mach doch einfach Damage, niederreißen und fertig und gut ist, meine Güte. Warum denn immer so ein Scheiß? Aber ja, das könnte ja zu viel sein. Oh, 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 oh. Es ist nicht genug und es muss immer mehr, immer mehr. Habt ihr überhaupt mal die Leute überhaupt mal gefragt? Habt ihr mal eine Umfrage gemacht? Was wünscht ihr euch für Horizon Forbidden West? Gab es da irgendjemanden, der gesagt hat, ich brauche mehr von allem? Mich würde es gerne mal interessieren. Also so mal wirklich, ne? Schneidender Jägerbogen.
Fernkampfschaden 30 oder mehr. Vielleicht macht das hier Sinn. Nein, ich will keine Runde spielen. Ich muss hier mehr Zeit verbringen mit dem Upgraden und Materialien sammeln, als eigentlich mit dem Spiel. Ich finde es ein bisschen... Ja. Leider hat Horizon Zero Forbidden West genau das gemacht, wovor ich mich eigentlich gefürchtet habe. Keine Schlacht wird ohne Vorbereitung gewonnen. Aber gut. So wie du mit mir sprichst, Mädchen, eigentlich eher nicht. Du wolltest mit mir sprechen? Ich heiße Sokka. Kommst du aus dem Norden? Aus Blutzeichen? Soll das ein Ort sein? Eines der Wüstendörfer. Sie schicken ihr Ascheblut, damit Vireka unsere Soldaten kennzeichnen kann. Aber die letzte Lieferung ist lange her. Zu lang. Wenn du glaubst, dass etwas passiert ist, warum schickst du nicht jemanden hin? Das würde ich ja, aber die Hauptstadt kämpft schon gegen Maschinen, Stürme und Wasserknappheit. Alle sind beschäftigt. Wenn ich dort langkomme, sehe ich nach dem Dorf und nach dem Problem dort. Ich danke dir. Geh nach Norden, dorthin, wo die Wüste auf die Berge trifft. Das ist Blutzeichen. Frag dort nach Kentok oder Natika. Die wissen, was los ist. Gut. Handeln. Werberin. Ja, nee. Ich bin eigentlich gut bedient. So. Aber warum haben die mich erst hier hingeschickt und jetzt da? So, ich muss eigentlich mal gucken, ob es hier irgendwo noch einen Langhals oder so gibt. Der hier. Hier gibt es noch irgendwas. Dann laufe ich mal dahin. Ja, ne? Nee, man merkt einfach immer, wenn ich richtig Bock auf Spiele habe oder ich die gut finde. Und die vor allem zum ersten Mal spiele, ne? Also bei Zero Dawn, das habe ich ja zweimal gespielt. Dementsprechend ging das für euch zumindest wesentlich schneller vonstatten. Wer hat Lust auf eine Runde Strat? Das ist deine Chance, gute Ware. Kann Hekaro Regala besiegen? Wir werden sehen. Gibt es ein Problem? Hab ich doch alles. Knuspriger Skorpion, aha. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Komm zurück und wir handeln. Ja. Wen soll ich heute in Maschinenstreit? Hey. Gucken wir mal. Das haben sie auch von Witcher abgekupfert, aber Maschinenstreit. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade mache. Das ist immer, wenn etwas... too much ist. Also da fand ich Gwind besser. So eine Art Schach. Machen.
Warum kann ich jetzt so viel? Ein mächtiger Schlag. Du bist dran. Endlich! Darf ich auch immer? Geil. Ich bin dran. Keine Zeit für Tränen. Hä? Hast mich zurückgedrängt. Runter vom Brett mit dir. Kann das auch drehen? Ja, schön, dass du das kannst. Ja, hab ich. Los, noch eine Partie. Fick dich. Bin schon gespannt auf die Revanche. Ja, ein Pfeil ins Gesicht. Nee. Gegen Gwen schafft es nicht. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe eigentlich alles. Wir haben eine Nebenquest bekommen. Den helfen wir erstmal. Dann sind die vielleicht nicht ganz so mad auf uns. Aber ich muss halt auch irgendwie den Langhals. Ja, komm, erstmal hier oben hin. Auf geht's. Komm her für ein... So. Ja, nee, muss ich. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Also das Spiel reißt mich jetzt nicht so vom Hocker. Eher im Gegenteil. Das Klettern hält sich in Grenzen. Zwar schön, dass sie da neue Sachen eingefügt haben, aber es funktioniert so nicht ganz. Wie ihr ja sicherlich schon gesehen habt. Und diese ganzen... Die ganzen verschiedenen Typen muss... Braucht dich jetzt auch nicht zwingend. Säure, Löschwasser, Damage von oben. Und so weiter und so fort. Wo ich mir denke, ja, das ist schön und gut, aber... Man kann sich mit zu viel auch selbst kaputt machen. Gibt es doch einfach eine ganz normale, stinknormale Fortsetzung von... Zero Dawn. Ein paar neue Maschinen und das war's. Muss gar nicht mal so viel sein. Verstehe immer nicht, warum die meisten Leute das nicht checken. Heulen nur dann alle über Nintendo rum, wenn sie es machen. Und damit Erfolg haben. Aber naja. Der Beutel ist voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. Das ist schön, Aloy. Ich muss auch mal gucken, dass ich mal ein paar Sachen upgrade. Nee, das mit der Werkbank allein finde ich halt schon doof. Das hat mir in Zero Dawn war das einfach perfekt. Und jetzt muss ich Störche und so einen Scheiß jagen und hast du nicht gesehen, wo ich mir denke, warum?
Nackiger Stechhalm. Was? Aha. Interessant. Kleiner Staubtornado. Nabelschwein? Ich glaube nicht, dass wir Nabelschweine brauchen. Aber keine Ahnung. Also wenn mich jemand fragt, die Hälfte an Variationen in diesem Spiel hätten auch vollkommen geschickt. Hier kann ich durchatmen. Bei aller Leidenschaft, Liebe und was weiß ich. Was ist das? Hinsetzen, um die Zeit vergehen zu lassen. Lol. Was bringt das alles? Nach dieser Aufnahme... Oh, wir sind ja eigentlich schon fast durch. Eichhörnchenhaut, Pelikanfeder, Krötenechsenknochen, Gänsefeder, Kaninchenhaut. Ja, ne? Heerfeder, what the fuck ist ein Heer? Nee, bitte nicht. Nee, also hier muss man eindeutig zu viel jagen und hat eindeutig viel zu viel. Also mir hat es jetzt schon irgendwie den Reiz genommen. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ihr könnt mir in den Kommentaren gerne widersprechen, aber ich finde das gerade irgendwie ein bisschen dumm. Einfach, ja, 5 Millionen Vögel! Das muss das Dorf sein, von dem Sokka sprach. Anscheinend wurde es geflutet. Vielleicht durch einen Sturm. Obwohl jemand überlebt hat? Naja, das sehen wir aber im nächsten Part, ne? Leute, macht's gut, ne? Tschüss!